Also wir empfangen die Flüchtlinge, die mit den Bussen ankommen, und geben ihnen dann die Freikarte, das Ticket und dann noch einen Voucher für ein Getränk und eine Brezel. Das sind ja ganz normale Typen und jetzt sind das vielleicht dann bald Löwenfans, weißt du? Die wollen auch noch Spaß haben, genau. So schaut's aus. Also die Ursprungsidee, von der wir jetzt aufgrund der Massen schon abweichen mussten, war halt so, dass ein Löwenfan quasi einfach ein Ticket mehr kauft und das einem Flüchtling spendet und sich dann im besten Fall auch um ihn kümmert an diesem Tag. Diese Leute einfach, sie wollen bessere Leben haben, sie wollen arbeiten, sie wollen studieren, und wenn ein Land wie Deutschland die Möglichkeit hat, diese Leute einfach zu helfen, das wir müssen einfach tun. Es ist trotzdem einfach nochmal was anderes, als wenn wenn man einfach 500 in einen Block setzt und sagt, so viel Spaß, wir werden jetzt nachher auch in den Block gehen, wir werden da auch da dazwischen setzen. Und ich glaube, es ist schon nochmal ein anderes Zeichen, als wenn man einfach nur Tickets verteilt. Weil in München, hey, da ticken die Uhren halt noch so, dass man, dass man Leute, die hier ankommen, dass man die willkommen heißt. Und mit denen geht man dann ins Stadion, trinkt vielleicht ein Bier oder zwei und vielleicht gehen wir nachher noch aufs Wiesen und dann passt das alles. Super. Super 60. Super 60.